Herzlich willkommen zum dritten Video aus der Reihe Aufgabenstellung für Scratch Kara. Es geht hier wiederum den Aufenthaltsort von Kara jetzt genau zu betrachten. Also wir haben hier Kara, dann direkt davor einen Fliegenpilz und hier dann den Baumstumpf. Kara möchte eigentlich bis zum Baumstumpf laufen und dann zum Stehen kommen. Bei seinem Lauf schiebt Kara einen Pilz vor sich her. Wenn der Pilz in den Baumstumpf geschoben werden soll, erscheint eine Fehlermeldung und Kara muss seinen Lauf unterbrechen. Dieser Aufgabenstellung geht es nicht darum, dass diese Fehlermeldung vermieden wird. Und Kara bleibt schließlich in zwei Schritte vor dem Baumstumpf dann letztlich stehen. Also geht es darum, dass man erkennen kann, dass es Fehlermeldungen gibt, wenn man hier einen Fliegenpilz dann in den Baumstumpf schiebt. Ich lasse das einmal ablaufen hier, dieses Programm. Läuft los und schon kommt diese Fehlermeldung hier heraus, weil eben dann die Gefahr bestehen würde, dass er ihn dann hineinschiebt. Wir sehen dann das dazugehörige Programm dann dazu letztlich. Das ist dann hier herüben. Ich habe also nur nichts anderes gemacht, als zweimal hier Move einzufügen. Also geht dann zwei Schritte. Er geht den ersten Schritt, wenn wir es wieder schrittweise machen. Geht den ersten Schritt dann letztlich. Schiebt dann weiter und jetzt würde dann der zweite Schritt erfolgen. Und da folgt dann dementsprechend dann die Fehlermeldung, weil er ja keinen Fliegenpilz hineinschieben kann. Übrigens auch zur Erinnerung, Kara kann nicht zwei Fliegenpilze vor sich herschieben.